Ja, UI Label Dynamics heißt, das ist wichtig, da werden wir uns mit beschäftigen. Das heißt, wir machen uns ein neues Projekt und das ist dann unser UI Label Dynamics heißt und wollen uns das Ganze anschauen. Wie heißt es so schön, steter Tropfen höhlt den Stein. Das heißt, je öfter ich euch zeige, wie wir uns hier über diese Bibliothek einen Label dahinlegen und den meinetwegen großziehen und dann hier mit den Auto-Layout-Constraints die entsprechenden Werte vergebe und wir einen Text eintragen, umso schneller wisst ihr das dann auch und umso besser. Also, da haben wir doch unser Label. Und jetzt wollen wir dem Label eben geben, einen dieser dynamischen Textstyles. Und wir wählen hier Title 1 aus und lassen dann die App auch einfach mal laufen. Ja, und dann überlegen wir, wie wir die Einstellungen vornehmen können, um quasi zu simulieren, wenn der Benutzer sich verschiedene Fontgrößen heraussuchen würde. Ihr kennt das ganz normal in den Einstellungen hier auf dem englischsprachigen Simulator, dementsprechend in den Settings. Kann man ja hier über dieses Tab Accessibility Large Text dann eine Fontgröße wählen, aber die dann zur Laufzeit zu ändern und sich das Ganze dann hier in der App auf dem Simulator anzuschauen, ist relativ mühsam. Deshalb gehen wir doch lieber einmal zurück nach Xcode und werden uns hier aus den Developer Tools den Accessibility Inspector heraussuchen. So, da haben wir den Accessibility Inspector. Und mit dem werden wir uns verbinden auf unseren Simulator. Und den können wir ja dann auch wieder nach vorne holen. Und dann sehen wir, dass wir hier, indem wir hier auf diese Einstellungen, die Settings klicken, die Möglichkeit haben, den Font Size zu ändern. Und wenn ich jetzt hier eben groß gehe, aha, dann habt ihr es gesehen, dann stürzt unser Simulator ab. Etwas ärgerlich ist das schon, aber die Fonts sind auch groß geworden. Wollen wir doch mal gucken, ob, wenn ich jetzt hier das nochmal starte, ihr das seht. Aha, also hallo, hello world in groß und dick und fett. Und wenn es dann eben wieder etwas kleiner ist, dann stürzt der Simulator zur Feier des Tages gleich nochmal ab. Aber davon lassen wir uns ja nicht ins Boxhorn jagen, wie es so schön heißt. Klicke ich dann hier Dynamic Font Size, unsere Demo-App, ab, dann wird es auch wieder klein. Ja, hätte ich mir jetzt auch etwas anders gewünscht. Wir sind eben noch in der Beta-Phase. Trotzdem solltet ihr schon mal sehen, wie das Ganze geht und funktioniert. Das schadet ja auch nichts. Und ihr seht also ganz klar, okay, ihr könnt über diesen Accessibility Inspector euch zur Laufzeit zum Simulator verbinden und könnt dann mit diesen Dynamic Fonts arbeiten. Ja, warum ist mir das wichtig? Warum gehe ich in einem Einsteigerkurs so früh auf das Thema ein? Leute, es ist tatsächlich so, Apple hat sich viel, viel Arbeit gemacht, damit die Geräte auch von Leuten genutzt werden können, die eben sonst schon mal im Umgang mit Computern Probleme haben. Und das sind jetzt nicht nur alte Menschen, die ihre Lesebrille brauchen, sondern eben auch wirklich Leute mit einer Sehschwäche. Und wenn die sich einrichten können, alles auf große Fonts zu machen und wenn eure App dann eine derjenigen ist, die das unterstützt, dann haben wir auch hier eine große Gemeinde, die wirklich ja für euch auch einen neuen Benutzerkreis, die hervorragend mit einer Informations-App beispielsweise umgehen können. Okay, nicht unbedingt das Thema für Spiele, das ist klar, aber alles, was textbasiert ist, wieder mal irgendeine To-Do-Liste, ein Rezeptblock oder eine Münzsammlungsbeschreibungsanwendung, was auch immer bei euch in den Köpfen ist, wo ihr meint, da muss noch eine App her. Achtet drauf und verwendet die Dynamic Fonts. Es ist für euch
und für die User dann eine große Hilfe, wenn die App darauf reagiert, so wie man es eben gerne hätte, sprich entweder mehr Text sehen, den dann aber kleiner oder durchaus etwas weniger, den dann aber sehr übersichtlich und groß. Ja, das ist also ein wichtiges Thema, war mir wichtig darauf hinzuweisen und das mal zu dem Thema Dynamic Font Size.